Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher für euch und ja, wie mir die Bücher gefallen haben, das seht ihr jetzt und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, habe ich netterweise wieder vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Lux Verlag, dass ich dieses Buch bekommen habe. Ich habe mich riesig gefreut und zwar habe ich bekommen Bevor wir fallen, das ist der erste Teil der Ivy Years Reihe von Sarina Bowen. Wie ihr wisst, hat mir die Vermont Reihe von Sarina Bowen letztes Jahr ja so ultra gut gefallen. Das war ja auch echt mit mein Jahreshighlight letztes Jahr, diese Reihe. Und ich fand die so toll und ich habe mich so auf diese Geschichte hier gefreut und habe mich gefreut, jetzt mit der Ivy Years Reihe zu starten. Ich glaube, in Amerika sind hier inzwischen schon 9 Teile erschienen, wenn nicht sogar inzwischen noch mehr. Mein letzter Stand waren 9 Teile. Und ich würde sagen, wir fangen wie immer mit dem Inhalt dieses Büchleins an. In diesem Buch geht es um Corey Callahan und Corey hat einen Sportunfall gehabt und sitzt deswegen jetzt im Rollstuhl. Also sie hat so Krücken und so bestimmte Beinschienen, wo sie auch mal laufen kann. Da fühlt sie sich aber absolut nicht mit wohl und da muss sie halt auch noch echt viel mit üben, dass das halt gut funktioniert. Und deswegen sitzt sie halt größtenteils im Rollstuhl. Und Corey hat es trotz dieses Unfalls geschafft, ihre Eltern davon zu überzeugen, jetzt aufs College zu gehen, denn ihre Eltern sind total überbehütete Eltern und wollten sie gar nicht gehen lassen, weil sie der Meinung sind, sie kommt alleine nicht zurecht. Und Corey konnte sie dann aber doch noch vom Gegenteil überzeugen und ist jetzt auf dem College. Corey geht auf das Harkness College, wie auch ihr Bruder bereits, und ihr ist das sehr, sehr wichtig, dass sie auf dieses College geht, damit sie halt für sich ihre Unabhängigkeit behält und sich halt nicht abhängig macht von ihren Eltern. Und ja, auf dem College lernt Corey dann Adam Hartley kennen. Adam wohnt in dem behindertengerechten Wohnheim quasi genau auf der anderen Seite vom Flur ihr gegenüber. Und Adam hat sich am Bein gebrochen und ist deswegen in diesem behindertengerechten Wohnheim untergebracht. Und ja, die beiden lernen sich kennen und verstehen sich auch auf Anhieb. Und Adam wird sehr, sehr schnell mehr für Corey. Und Corey weiß aber, dass zwischen ihnen beiden nie etwas sein kann, denn Adam hat eine Freundin. Und diese Freundin ist nicht nur super reich, sondern sieht auch noch unglaublich gut aus. Und Corey weiß, dass sie gegen sie niemals eine Chance haben wird. Und ja, was es mit Corey und Adam schlussendlich auf sich hat und was die beiden miteinander erleben, das ist es, worum es im ersten Teil der Avengers-Reihe Bevor wir fallen geht. Ich muss sagen, dass mir die Handlung im Großen und Ganzen richtig gut gefallen hat. Ich mochte, wie sich die Geschichte entwickelt hat. Ich mochte den Verlauf der Geschichte. All das war rundum gut. Das war solide. Das war eine super gute Geschichte. Der Aufbau hat mir gut gefallen. Aber irgendwie hat mir hier so dieses gewisse Etwas gefehlt. Also es ist eine richtig tolle, gute, solide, nur Adult-Geschichte. Aber irgendwie hat mir hier so ein bisschen das gewisse Etwas gefehlt. Ich glaube, das lag auch teilweise daran mit, dass ich Adam streckenweise absolut nicht verstehen konnte. Denn Adam ist vom Charakter her nicht ganz einfach einzuschätzen. Er ist der super tolle, sympathische Sportler. Er ist absolut lieb Corey gegenüber. Er behandelt sie völlig normal und nicht wie halt jemand, der halt behindert ist in dem Sinne. Und er nimmt halt auch keine Rücksicht auf sie. Und die beiden funktionieren auch richtig gut in diesem Buch. Und dann gibt es aber eine Stelle in diesem Buch, wo ich Adam überhaupt nicht mehr verstehen konnte, wo ich mir gedacht habe, was soll das alles denn? Und ich habe das Ganze einfach nicht mehr nachvollziehen können. Und das war so ein bisschen ein Stück weit, und das war so ein bisschen was ich doof fand, denn dadurch ist mir Adam ein Stück weit sehr unsympathisch geworden in der Geschichte. Das legte sich dann zum Ende hin natürlich wieder. Aber aufgrund dessen, dass ich sein Verhalten halt streckenweise nicht 100% nachvollziehen konnte, war halt das keine Geschichte, die mich absolut begeistern konnte. Also wie gesagt, es ist von der Handlung her eine super süße, tolle, nur Adult-Geschichte, die sich auch auf jeden Fall zu lesen lohnt. Denn allein dieser Ansatz mit Corey und dass sie im Rollstuhl sitzt aufgrund dieses Unfalls und Adam, das finde ich schon richtig, richtig toll. Und mir hat die Geschichte auch gut gefallen. Aber sie konnte mich jetzt leider nicht so komplett begeistern wie die Vermont-Reihe. Und sie konnte mich da auch nicht so abholen. Also, und ich weiß, dass die Ivy Years-Reihe ja vor der Vermont-Reihe geschrieben wurde. Also die Ivy Years-Reihe, wie gesagt, hat in Amerika, glaube ich, schon 9 Teile oder so. Und es ist mir auch klar, dass Autoren sich auch immer weiterentwickeln. Aber ich hatte halt aufgrund der Vermont-Reihe schon auch gewisse Ansprüche an die Autorin, obwohl ich wusste, dass dieses Buch hier älter ist. Und diese Ansprüche konnten halt nicht 100% erfüllt werden. Und wahrscheinlich hat es deswegen so nicht mich 1000%ig überzeugen können. Aber wie gesagt, es ist eine gute, tolle, solide, eine Adult-Geschichte, die auf jeden Fall auch Spaß macht beim Lesen. Und ich kann sie euch, was das betrifft, auch wirklich nur empfehlen. Aber für mich hat halt hier so das gewisse Etwas gefehlt. Wie gesagt, was die Charaktere betrifft, zu Adam hatte ich ja gerade schon gesagt, dass ich ihn streckenweise nicht nachvollziehen konnte und dass er mir streckenweise auch sehr, sehr unsympathisch war durch sein ganzes Verhalten und durch seine ganze Art und Weise, dadurch, dass ich das nicht ergründen konnte, warum er das jetzt macht. Und das, wie gesagt, wurde zum Ende hin dann alles aufgeklärt und besser, aber das hat ihn für mich halt ein Stück unsympathisch wirken lassen an manchen Stellen, was ich halt richtig doof fand. Denn ich
möchte bei männlichen Charakteren in Büchern, gerade wenn es der Love Interest ist, den möchte ich mögen können. Also den möchte ich nachvollziehen können, den möchte ich verstehen können und den möchte ich persönlich gerne mögen können. Und ich finde es dann doof, wenn ich den Love Interest halt streckenweise unsympathisch finde, aber das ist jetzt, wie gesagt, meine persönliche Meinung und ja, lassen wir das. Ich möchte da jetzt auch nicht drauf rumhacken. Was Cory betrifft, mochte ich sie sehr. Ich konnte verstehen, warum sie unabhängig sein wollte. Ich konnte verstehen, dass sie einfach nur ein ganz normales Leben führen wollte. Ich konnte ihre Zweifel verstehen, Adam gegenüber. Und ich konnte auch ihre Ängste verstehen. Und ich kann nur sagen, dass Cory als Protagonistin in dieser Geschichte richtig toll ist. Sie trägt die Geschichte super. Und es macht auf jeden Fall Spaß, das Ganze zu ergründen. Und wie gesagt, Cory als Protagonistin war mir ultra sympathisch. Was die Nebencharaktere betrifft, kann ich auch nur sagen, dass sie mir gut gefallen haben. Ich mochte die Zimmergenossen von Cory sehr. Ich fand auch die Kumpels von Adam, die fand ich auch völlig in Ordnung und auch die ganzen anderen Nebencharaktere wie Corys Eltern und der Bruder und keine Ahnung wer noch was alles. Die waren auch alle super. Also die haben mir auch gut gefallen, die haben ihre Rollen gespielt, da kann ich nicht meckern, war alles toll und ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Was das Setting betrifft, befinden wir uns hier wieder an einem College, dem Harkness College. Und es ist halt so typisch ein Adult. Also wie gesagt, wir haben Colleges, wir haben Partys, wir haben Sport und das kennt man natürlich auch schon von anderen Büchern. Ich mochte das Setting sehr, die Autorin hat das Ganze gut rübergebracht. Sie konnte mir dieses College gut vermitteln, auch dass ich mir ein gutes Bild von diesem College machen konnte. Und ja, was das Setting betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren, hat mir gut gefallen. Und genauso ist es auch beim Schreibstil. Auch der Schreibstil von Sarina Bowen, man merkt hier schon einen kleinen, aber feinen Unterschied zur Vermont-Reihe. Ich muss das jetzt einfach immer mit der Vermont-Reihe vergleichen, auch wenn man sowas ja eigentlich nicht machen sollte. Aber ich muss es vergleichen, denn man merkt wirklich, dass die Autorin bei der Vermont-Reihe schon sich weiterentwickelt hat und schon bestimmte Dinge anders angeht und bestimmte Dinge anders beschreibt und erzählt. Und das ist halt bei dem Buch noch nicht so fein wie bei der Vermont-Reihe, aber es ist auch gut. Also ich mochte den Schreibstil von Sarina Bowen in diesem Buch auch sehr. Es ist ein schöner, leichter, lockerer Schreibstil. Er ist spaßig, er ist romantisch und passt auf jeden Fall zu dieser New-Adult-Geschichte. Und er hat mir das alles, und dieser Schreibstil hat mir auch alles gut vermittelt und rübergebracht. Und ich habe dieses Buch ja auch wahnsinnig schnell gelesen. Ich habe ja an dem ersten Tag, glaube ich, die ersten 60 Seiten gelesen und danach den Tag habe ich das restliche Buch dann durchgelesen. Es ist jetzt auch nicht so ultra dick, das Buch, aber ja, der Schreibstil spricht für sich und wie gesagt, man suchte dieses Buch einfach nur so durch. Und im Großen und Ganzen kann ich wirklich nur sagen, dass das eine tolle New Adult Geschichte ist, wo aber für mich das gewisse Etwas fehlt, denn wie gesagt, irgendwie konnte sie mich nicht so tausendprozentig packen und überzeugen, was ich ein bisschen schade fand, aber vielleicht wird ja der zweite Teil, was das betrifft, ein bisschen packender für mich. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es hier mit den Ivy Years weitergeht. Und kann euch das Buch trotzdem nur empfehlen, wenn ihr gerne New Adult Geschichten lest. Schaut euch die Geschichte von Adam und Cory auf jeden Fall an. Und mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Außer lest es, wenn ihr Bock auf New Adult habt. Das zweite Buch für dieses Video ist Afterwork von Simone Arnstedt. Und ich habe mich ja schon unglaublich auf dieses Buch gefreut. Wie ihr wisst, ich mag die Only One Night Reihe von Simone Arnstedt, also die Erbin. Ein einziges Geheimnis und wie ist der dritte noch Teil noch gleich? Mir fällt es gerade nicht ein. Auf jeden Fall liebe ich diese Reihe ja unglaublich. Und ich muss sagen, mit der Erbin hat Simone Arnstedt einfach ein Buch rausgehauen, was man erstmal nochmal so hinkriegen muss. Und ich vergleiche automatisch irgendwie jedes Buch von ihr mit der Erbin, weil das einfach so unglaublich gut war. Ich muss sagen, dass Afterwork leider für mich nicht an die Erbin ranreicht und auch nicht an den dritten Teil ranreicht. Also Afterwork ist eine gute Geschichte, aber reicht für mich nicht an die Only One Night Reihe ran. Und warum, das erzähle ich euch jetzt. Aber wie immer komme ich erstmal zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Lexia und Lexia ist als Texterin in einer Werbeagentur angestellt und Lexia hat eine total beschissene Woche hinter sich auf gut Deutsch und wollte sich dann eigentlich mit ein paar Freunden in einer Bar treffen, aber irgendwie tauchen ihre Freunde nicht auf und ihr Akku ist leer, sie kann ihr nicht schreiben und vor lauter Frust, weil ihre Woche ja eh schon so scheiße war, sie jetzt noch versetzt wurde. Deswegen gönnt sich Lexia, wo sie sonst nie Alkohol trinkt, den einen oder anderen Drink an diesem Abend und ja, lernt dann noch einen Mann kennen. Dieser Mann sieht natürlich nicht nur unglaublich gut aus, sondern Lexia versteht sich auf Anhieb mit ihm. Und sie weiß selber nicht, warum sie es tut, aber sie ist absolut offen und ehrlich zu ihm und erzählt ihm Dinge, die sie sonst niemals irgendwem erzählen würde. Und ja, dieser Mann scheint sie zu verstehen und er ist super nett. Und ja, dann kommt es auch zu einem Kuss zwischen den beiden, woraufhin der Mann sie dann abrupt in ein Taxi setzt und nach Hause befördert und sagt, geh nach Hause, schlaf dich aus, du bist total betrunken. Und ja, das macht Lexia dann auch.
Und ja, Alexia fährt dann nach Hause und ist am nächsten Tag natürlich total verkatert und verknittert und kommt dann ins Büro und weiß, dass sie heute ihrem neuen Chef begegnen muss, worauf sie überhaupt keinen Bock hat, weil sie eigentlich am liebsten nur zu Hause bleiben würde, was aber nicht geht. Na, wenn natürlich der neue Chef den ersten Tag ins Büro kommt, kannst du ja nicht zu Hause bleiben, das geht ja nicht. Das macht ja absolut keinen guten Eindruck. Und ja, und als Alexia dann auf ihren neuen Chef trifft, denkt sie, sie sieht es nicht richtig, denn es ist der Mann aus der Bar. Und Alexia kann es einfach nicht glauben, dass sie ihren neuen Chef geküsst hat, dass sie ihm alles Mögliche erzählt hat und ist natürlich total peinlich berührt. Und trotzdem merkt sie, dass zwischen den beiden irgendwas ist. Und wie das zwischen Alexia und Adam alles so weitergeht und ob das überhaupt weitergeht, das ist es, worum es in Afterwork schlussendlich geht. Das war jetzt ziemlich viel geht in einem Satz, aber egal. Ja, ich kann nur sagen, von der Handlung her habe ich hier so ein bisschen gemischte Gefühle bei diesem Buch. Also auf der einen Seite fand ich die Handlung richtig gut, die hat mich gut unterhalten, aber auf der anderen Seite fand ich das streckenweise einfach alles zu viel von allem. Kennt ihr das? Wenn ihr ein bestimmtes Thema habt und das Thema wird ausführlich erklärt und erläutert und dann wird immer wieder auf diesem Thema rumgeritten und immer wieder und immer wieder. Und so war das hier in diesem Buch auch mit verschiedenen Sachen. Sei es, dass es um Alexia ihr Gewicht ging oder um diese eine Werbekampagne, die Alexia hier auf die Beine stellt, wo immer wieder in einem bestimmten Zusammenhang die gleichen Dinge aufgegriffen wurden, wo du dir einfach nur dachtest, boah, meine Fresse, ich weiß es doch. Wir hatten es jetzt schon 100 Mal. Geh mir nicht auf den Sack. Und das fand ich halt ein bisschen schade, denn dadurch wurde für mich die Geschichte echt einfach nur ja, nicht mehr so gut, weil sich halt immer alles wiederholt hat und wiederholt hat und wiederholt hat und du denkst dir einfach nur so, ich weiß es doch, ich weiß es doch. Du musst mir das jetzt nicht noch 5-mal erklären, ich raff's auch so. Und ja, das hat für mich so ein bisschen die Handlung zerstört, aber so im Großen und Ganzen, was die Handlung und den Ablauf der Geschichte betraf, fand ich es richtig gut, da hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Da kann ich mich auch nicht beklagen. Und was das Ende betrifft, muss ich sagen, dass das Ende für mich ein bisschen zu viel war. Ich stehe auf Kitsch, ne? Ihr wisst, dass ich total der Kitsch-Fan bin, aber dieses Ende war für mich auch ein bisschen zu viel. Das war einfach zu viel Kitsch und zu viel, zu übertrieben einfach für mich am Ende, wie das Ganze dann aufgelöst wurde und dieses eine große Ding, da habe ich echt nur so gedacht, so ja. Naja, also im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass mir die Handlung gut gefallen hat, aber aufgrund dessen, dass diese Dinge hier immer wieder aufgegriffen und immer wiederholt wurden und wieder und alles tausendmal zerkaut wurde, hat es für mich das Buch ein bisschen nervig gemacht. Also ich kann es nicht anders sagen, also es ist schwierig zu beschreiben, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Man kennt das vielleicht auch schon aus anderen Büchern. Ja, was die Charaktere betrifft, kann ich nur sagen, dass mir Alexia an diesem Buch gut gefallen hat. Ich mochte sie als Protagonistin. Ich fand es auch gut, dass sie eine Protagonistin ist, die jetzt keine Protagonistin ist, die Maße 90-60-90 hat, denn Alexia ist eine Frau mit Kurven und ein bisschen was dran und sie steht zu ihrem Äußeren und sie steht zu ihrer Figur und das fand ich gut, dass sie da sich auch nicht so einschüchtern lässt. Ich meine, klar, einerseits hat sie natürlich Komplexe, wie jede Frau Komplexe hat und denkt sich, boah, bin ich jetzt fett oder vor allem mit dieser Mutter, die Mutter von Alexia ist so ein Fitness-Freak, ne? Und die joggt den ganzen Tag und nur so komische Ernährung und keine Ahnung was. Und Alexia soll dann halt auch immer abnehmen. Und das geht halt schon ihr ganzes Leben so. Und dadurch ist Alexia natürlich auch wieder ein bisschen verunsichert. Also ich konnte sie als Figur in diesem Buch gut verstehen, denn jede Frau kennt das. Ich glaube, keine Frau ist immer 100% mit sich zufrieden. Ich glaube, jeder hat immer irgendwas an sich selbst, was ihn ein bisschen stört. Auch wenn man eigentlich sagen kann, ich bin mit mir zufrieden. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das geht jeder Frau so. Wie das bei Männern ist, kann ich leider nicht beurteilen, da ich keiner bin, aber bei Frauen ist das auf jeden Fall so und deswegen konnte ich mich in Alexia gut hineinversetzen und ja, ich finde als Protagonistin in diesem Buch hat sie das Ganze auch gut getragen, sie hat uns super durch die Geschichte geleitet und ja, mehr kann ich zu Alexia auch nicht sagen, außer dass ich sie mochte und sie mir sehr, sehr sympathisch war. Was Adam betrifft, kann ich eigentlich mich auch nicht beschweren. Ich finde, Adam hat halt so seine zwiegespaltenen Meinungen zu bestimmten Dingen und das fände ich auch gut und ich fand auch gut, wie das Ganze aufgegriffen wurde vom Thema her, denn im Prinzip ist es ja so, dass die beiden nichts miteinander anfangen können, da er ja ihr Chef ist.
Ich fand auch diesen Zwiespalt immer gut, in dem Adam sich befand, dass er sich ja eigentlich zu ihr total hingezogen fühlt und sie sehr, sehr attraktiv findet, aber andererseits halt Angst hat vor den Konsequenzen und das nicht für sich, sondern für sie. Er hat halt immer Angst gehabt, dass das für sie halt schärfere Konsequenzen haben könnte, so von wegen Kündigung und was sollen ihre Kollegen sagen. Und das fand ich sehr, sehr gut. Also was Adam betrifft, war er ein toller Charakter und er war halt ein Mann, der nicht an sich gedacht hat, sondern halt auch an andere und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich mochte Adam im Großen und Ganzen sehr und kann mich auch, was das betrifft, echt nicht beklagen. Zumal er vom rein optischen so voll mein Geschmack war. Und ja, also was Adam betrifft, fand ich ihn super sympathisch. Und er hat halt so auf der einen Seite diesen knallharten Chef richtig gut verkörpert. Und auf der anderen Seite einfach war er der Mann, der Verständnis für sie hat und sie auch immer beschützt hat. Und das fand ich halt ganz, ganz toll. Was die ganzen Nebencharaktere betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Ich würde jetzt gerne ein Buch haben von der lieben Frau Arnstedt, wo es um Adams besten Freund geht. Ich weiß gerade nicht mehr, hieß er Bashir? Ich glaube, er hieß Bashir. Denn das würde mich echt interessieren, so die Geschichte von Bashir mit seinen traurigen Augen. Das würde mich voll interessieren. Also die Geschichte würde ich auf jeden Fall lesen. Und ja, also was die Nebencharaktere betrifft, wie Adams besten Freund oder die Mitbewohnerin und beste Freundin von Lexia, fand ich richtig gut. Die waren mir sehr, sehr sympathisch. Haben die Geschichte so wirklich komplett rund gemacht und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich halt immer nur gefragt, der Chef von Adam, dieser Roy, das ist so ein übelster Spinner. Und der hat so ganz komische Anwandlungen immer an den Tag gelegt. Und die haben das halt immer alle mitgemacht. So, und da, ich habe mich immer nur gefragt, warum? Warum kann denn dem nicht mal einer seine Meinung geigen? Also, ne? Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist so, oh, ja, ich meine, Chef hin oder her. Aber was der da für Anwandlungen an den Tag gelegt hat, das ist absolut nicht normal. Aber egal, so ist das halt. Aber was die Nebencharaktere ansonsten betrifft, im Großen und Ganzen haben sie mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, haben das Ganze für mich rund gemacht und da kann ich mich echt nicht beschweren. Was das Setting betrifft, befinden wir uns hier natürlich wieder in Schweden. Und ich muss sagen, nachdem ich die Erbin gelesen habe, wollte ich unbedingt mal nach Schweden. Ich möchte auch jetzt gerne noch mal nach Schweden und mir das alles dort angucken. Ich wollte schon immer mal in die skandinavischen Länder. Aber nachdem ich die Bücher gelesen habe, wollte ich da noch ein Stückchen mehr hin. Also kennt ihr das so vom Gefühl her? Ich würde gerne mal dorthin fahren und mir das alles dort angucken. Ist bestimmt ganz, ganz toll. Und Simone Arnstedt vermittelt das einem immer so toll. Sie vermittelt einem die Städte und die Landschaft und dieses Ganze drumherum. Das schafft sie bei mir immer richtig toll, mir das Ganze rüberzubringen und zu vermitteln, dass ich mir da echt das alles auch sehr, sehr gut vorstellen kann. Und auch die Szenenbeschreibung und die Interaktion, das finde ich immer ganz, ganz toll bei ihr. Also was das Setting betrifft, kann ich mich nicht beschweren. I love Schweden und ja. Finde ich ganz, ganz toll. Was den Schreibstil von Simone Arnstedt betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Simone Arnstedt schreibt sehr, sehr offen und sehr, sehr klar. Teilweise auch sehr sachlich, wenn es um bestimmte Sachen geht. Also gerade wenn sie für berufliche Dinge irgendwas erklärt oder so, dann kann sie das super gut rüberbringen. Natürlich schreibt sie auch sehr romantisch und kitschig und schmalzig. Und das mag ich einfach sehr. Und ich finde ihre Art, Geschichten zu erzählen, ganz, ganz toll. Und mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, außer dass ich den Schreibstil wieder richtig, richtig mochte. Mein Fazit zu Afterwork ist, dass es eine tolle Geschichte ist, dass sie für mich nicht an die Erbin herangekommen ist, denn wie gesagt, in der Handlung waren mir einfach zu viele Sachen, die immer wieder gekaut wurden, was mich dann einfach nur genervt hat. Und auch dieses Hin und Her zwischen Lexia und Adam, das ging mir streckenweise so auf den Keks. Die haben sich das Leben teilweise echt unnötig schwer gemacht, wo ich mir gedacht habe, so, oh, das muss doch nicht sein, dann wäre das Buch halt 100 Seiten kürzer. Aber ich wäre wahrscheinlich nicht so ganz tausendprozentig mit diesem Hin und Her genervt gewesen. Und ja, deswegen, es kam für mich an die Only One Night Reihe leider nicht ran. Aber Afterwork ist eine gute, solide Liebesgeschichte, die man sich auf jeden Fall mal mit angucken kann. Und alle Simone Arnstedt-Fans da draußen sollten es auf jeden Fall lesen. Denn wie gesagt, der Schreibstil ist toll und das Setting ist toll. Und wer gerne diese Bücher liest wegen dem Feeling, dann kann ich Afterwork auf jeden Fall nur empfehlen. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Das waren zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher. Und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.